Ortsveränderliche Fehlersturmschutzeinrichtung, PRCD, werden in unterschiedlichen technischen Ausführungen angeboten. Sie sollen die sichere Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen ermöglichen und werden wie ein Verlängerungskabel zwischen Verbraucher und Steckdose gesteckt. Die Anforderungen an PRCD zur Nutzung auf Bau- und Montagestellen werden von der Berufsgenossenschaft in der DGUV Information 203-006 definiert. So muss eine ortsveränderliche Fehlersturmschutzeinrichtung PRCD nach DIN VDE 0661 eingesetzt werden, die nachfolgende Anforderungen erfüllt: Bemessungsdifferenzstrom I-Delta-N kleiner gleich 30 mA, allpolig schaltend einschließlich Schutzleiter, Unterspannungsauslösung, kein selbstständiges Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr. Außerdem muss diese Schutzeinrichtung folgende ergänzende Funktionen aufweisen: Die Schutzeinrichtung darf sich nicht einschalten lassen, wenn der Schutzleiter unterbrochen ist oder unter Spannung steht. Wenn während des Betriebs Spannung auf dem Schutzleiter auftritt oder der Schutzleiter unterbrochen wird, muss die Schutzeinrichtung abschalten. Beim Auftreten von Fremdspannung auf dem Schutzleiter, zum Beispiel durch Anbohren einer Leitung eines anderen Stromkreises, darf die Schutzeinrichtung den Schutzleiter nicht abschalten. Viele der im Markt befindlichen Gerätetester sind technisch nicht dafür ausgelegt, die Prüfung von mobilen Fehlerstromschutzeinrichtungen korrekt und vollumfassend durchzuführen. Hinzu kommt, dass die diversen Varianten der PRCDs mit den unterschiedlichen Schutzfunktionen den Prüfer in der Regel vor eine schwierige Prüfaufgabe stellt. Um diese Hürde zu nehmen, bieten die neuen Gerätetester Benning ST755 und ST760 automatisierte Prüfabläufe zur Prüfung der gängigen PRCD vom Typ S, S+, K, 2- und 3-polig. Da alle hardwaretechnischen Voraussetzungen bereits in den Gerätetestern integriert sind, werden keine zusätzlichen Vorschaltadapter benötigt. Nachfolgend wird beispielhaft die Erstprüfung einer PRCD des Typ S mit 30 mA Nennfehlerstrom durchgeführt. Wir nutzen hierzu die Automatikprüfung des Gerätetesters und wählen eine auf der SD-Speicherkarte gespeicherte Datenbank mit einem Kunden und einer Abteilung aus. Zur eindeutigen Identifizierung befestigen wir einen Anhänger mit RFID-Chip mittels Kabelbinder an den Prüfling. Über ein RFID-Lesegerät wird die eindeutige Identnummer des RFID-Chips ausgelesen. Da es sich um eine Erstprüfung handelt, müssen wir den Prüfling einmalig anlegen. Die ausgelesene Identnummer wird zur Neuanlage des Prüflings verwendet. Die Felder Bezeichnung, Hersteller und Seriennummer können eingetragen oder, wenn bereits vorhanden, ausgewählt werden. Die Prüfung erfolgt gemäß VDE 0701-0702 und der Prüfling besitzt einen Schutzleiteranschluss. Es wird der Prüfablauf Nummer 23 PRCDS ausgewählt und die Standardsichtkontrolle zugeordnet. Da der Prüfling vorwiegend auf Baustellen eingesetzt wird, verkürzen wir das Prüfintervall von 12 auf 3 Monate und speichern den neu angelegten Prüfling in der Abteilung. Über Schaltfläche Start wird der automatische Prüfablauf mit den hinterlegten Prüfschritten und Grenzwerten gestartet. Eine bestandene Sichtkontrolle wird mit OK bestätigt. Der Prüfling ist gemäß dem eingeblendeten Anschlussschema anzuschließen. Es folgen der Anschlusstest und der Hinweis, dass die Netzspannung auf die Prüfsteckdose aufgeschaltet wird. Der PRCDS ist für die Messung des Schutzleiterwiderstands einzuschalten und die Netzzuleitung ist über die komplette Länge, insbesondere an den Knickstellen, zu bewegen. Es folgt die Messung des Isolationswiderstandes zuerst auf der Seite des Steckers und anschließend auf der Seite der Kupplung mit jeweils 500 Volt DC Prüfspannung. Die Messung des Schutzleiterstroms im Differenzstromverfahren mit anschließender Umkehrung der Netzpolarität
an berührbaren leitfähigen Teilen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, hier die Einschalttaste, erfolgt die Messung des Berührungsstroms im direkten Messverfahren mit anschließender Umkehrung der Netzpolarität. Die Auslösestrommessung erfolgt im Rampenverfahren mit positiver und negativer Startpolarität. Die Auslösezeit wird mit dem halben, dem einfachen und dem fünffachen des Nennfehlerstroms ermittelt. Der PRCDS ist wiederholt einzuschalten und anschließend ist die Funktion der Prüftaste zu überprüfen. Der PRCDS muss ausschalten. Der Gerätetester überprüft die Unterspannungsauslösung und trennt nacheinander die Phase L und den Neutralleiter N. Anschließend wird die Unterbrechung des Schutzleiters PE und das Auftreten von Spannungen auf dem Schutzleiter während des Betriebs simuliert. Die Fremdspannung wird über die Prüfsonde auf die leitfähige Einschalttaste angelegt. Der PRCDS muss auslösen. Erst wenn alle Teilmessungen positiv durchlaufen sind und die komplette Schutzfunktion der PRCD überprüft wurde, ist die Gesamtprüfung bestanden. Die Messergebnisse sind einsehbar und die Prüfungsart, hier die Eingangsprüfung, kann ausgewählt werden. Ebenso kann eine Bemerkung zur Prüfung aufgenommen werden. Die komplette Prüfung kann gespeichert oder per Bluetooth an den Protokolldrucker Benning PT1 gesendet werden. Sollte es zu einer Wiederholungsprüfung des Prüflings kommen, sind Art, Umfang und Fristen der erforderlichen Prüfung bereits definiert und die Identnummer des Prüflings braucht nur noch per RFID-Lesegerät eingelesen werden. Die Prüfung könnte direkt gestartet werden. Sobald der Gerätetester per USB-Kabel mit dem PC verbunden ist, kann über die optionale PC-Software Benning PCWin ST750-760 die Datenbank auf der SD-Speicherkarte geöffnet werden. Die PC-Software ermöglicht die datenbankbasierte Verwaltung aller Kunden- und Prüflingsdaten sowie die Protokollerstellung. Die geöffnete Datenbank erscheint im Datenexplorer auf der linken Seite. Der soeben überprüfte Prüfling befindet sich unter dem Kunden Benning in der Abteilung Betriebsunterhaltung. Jede durchgeführte Prüfung wird eindeutig mit einem Datum und einer Uhrzeit versehen. Ein Doppelklick öffnet den Prüfling mit dem Ergebnis aus Sichtprüfung und den elektrischen Messungen. Ein Einzelprotokoll kann direkt gedruckt werden. Über Ansicht, tabellarische Ergebnisauflistung, lassen sich alle durchgeführten Prüfungen anzeigen und filtern. Für markierte Prüfergebnisse kann ein Serienprotokoll erstellt, Prüfprotokolle als PDF-Datei gespeichert und die Tabelle nach Microsoft Excel exportiert werden. Eine wählbare Statistik zeigt pro Kunde und Abteilung grafisch die Menge der bestandenen und nicht bestandenen Prüflinge und die Art der Fehlerursache an.